Bonjour. Merci, dass du Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen am Lauschen. 3D ist noch die vier gezündeten Nationalwahlen vom 20. Oktober. Hatte ich zu Straßburg eine Emission abgeholt, die vom 27. Oktober bis zum 2. November um Dock gesendet wurde, an die auch schon seit dem 25. Oktober auf meiner Homepage zu gucken ist. Seelen, wo sich so viel Leid zu Lützeburg für meine Sendung und aber auch für meinen Blog interessiert, weil bis zum 30. Oktober hatte schon mehr als 2600 Leute den Blog geguckt. Leider hatte ich mich an der Sendung, die ich am 23. Oktober zu Straßburg an der Hetz zwischen zwei Sitzungen abgeholt habe, ein bisschen verschwärzt, wie ich die Evenemente von 1979 kommentiert habe, hatte ich von einer schwarz-roten Koalition geschwärzt. Es war allerdings die Blau-Rot mit mehr Torn in der Spitze, die die Wahlen 1979 verloren hat, und sich zwei von den fünf Sozialdemokraten, die übrig geblieben waren, kaufen wollten, mit Posten, aber ohne Regierungsbeteiligung, für eine Koalition gegen CSV zu machen, die damals haushoch gewonnen hat. Ich war ein von den zwei und habe mich nicht kaufen gelassen und dafür geholfen, keine so eine Regierung. Ich habe daran erinnert an das Event, weil damals die zwei Perdants, die Liberalen und Sozialisten, mit einem dritten Perdant, die Sozialdemokraten, eine Koalition gegen CSV wollten machen, die gesagt, dass das nicht so neu. Man hat, wie ich schon gesagt, Situationen bisschen anders. Nur weil die DP, die gewonnen hat, mit zwei Perdants und den geringen anderen LSAP eine Koalition gegen die Grießpartei machen, die sicher hier drei Wackelsitze verloren hat, aber ziemlich schüss, da mussten anscheinend mit nicht mehr der 60 Wähler, weil sie zu Riemisch keinen Kandidat hatten, und am Süden, weil sie die Falschen auf ihrer Liste hatten, die ja auch die Letzten gehen aus. Aber da das nun einmal geschickt, aber mich als Europadeputierten interessiert, als natürlich von allem das Programm von der Gambia-Koalition, was sie dann zustande kommt. Verschiedene Kommentare auf meiner Sendung vom 27. Oktober bis zum 2. November und noch im Blog waren aber gelungen. Du hast zum Beispiel geschrieben, ich hätte nichts zu kommentieren über eine Koalition hier am Land von verschiedenen Parteien. Wenn so etwas schreibt, das beweist, dass viele Leute sich noch nicht bewusst sind, dass die bei weitem meisten Gesetze, die uns schon vermischt, auf europäische Richtlinien basieren, die bei uns von der Chambre mit wenig Spielraum umgesetzt müssen gehen. Dafür also die verdammte Pflicht der Schuldigkeit von einem Europadeputierten, da mitzuschaffen, sich zu informieren, mit Teil dann intensiv am Europaparlament aktiv zu sein, wenn es um lebenswichtige Direktive geht, wie zum Beispiel die den Finanzplatz angehen, wo das Europäische Parlament mit Ministerrat Legislateur, also auch die Agrarpolitik. Aber auch am Ministerrat müssen die Lützeburger Regierungsvertreter auf Zack sein, da sie blutige Amateure ohne Kompetenz Gift für das Land. Ich hoffe, dass die Formateur, die ja noch nie an einem europäischen Ministerrat sitzt, sich das voller ganz bewusst, dass sie es können, den Etienne Schneider fragen, den ihm das kann illustrieren. Weil Personaldecken, ob schon sie zu drei sind, doch nicht so solid und experimentiert, dass wie sie zu zwei gewesen wären, heißt es vorsichtig zu sein, für dem Land nicht zu schaden. Ich weiß, dass ob die neue Regierung zu drei oder zu zwei immense Herausforderungen zukommen, für kurzfristige Stimmesuren zu holen, die von der letzten Regierung meiner Meinung nach zu lang verschläft wurden. Ich war froh, an einem Interview vom Formateur Xavier Battel am Quotidien vom 21. Oktober zu lesen, dass die Sanierung von unseren öffentlichen Finanzen,
besonders vom Staatsdefizit an auch der galoppierende Staatsschuld, aber das heißt schon seit langem predigen, dass die Priorität tun, an der Staat durch couragiert Spuren und nicht durch die Lichtfanke Steuererhöhungen zu geschehen hätten. So wie Bettel denkt sicher, wenn er dort verschwätzt und Finanztransaktionssteuer aus der sozialistischen Mathe köst, aber auch und Ökosteuern, die den geringen Industrie- und Jobkiller ja so um Herz leihen. Über das große Problem, das wir mit anderen Mitgliedstaaten von der EU gemeinsam haben, war noch nicht an den nämlichen Proportionen, ging an dem Interview nicht jetzt. Auch wir müssen uns fragen, für was wir immer mehr Arbeitsloser zu Lützburg haben und immer mehr Grenzgänger und Immigranten aus anderen EU-Ländern, die die Plätze besetzen, die wir schaffen. Ich habe keine Chiffren für Lützburg, die ihr mit denen für Frankreich vergleichen könnt. Aber in Frankreich da gibt es ja besonders an der Bretagne blutige Demonstrationen, weil die Entreprisen lokalisiert gehen, weil sie mit den Kästen durch die 35 Stunden Woche rennt mit 60 Jahren an der Couverture Maladie Universelle nicht mehr kompetitiv sind. Der Formateur zu Lützburg soll vielleicht das schlechte Beispiel Frankreich von anhören. Da bedreht die Dépense publique nur 57% vom PIB. In Deutschland sind es 11% Männer. Auch mehr bretzen als immer mit dem höheren Prozentsatz von unserem Staatsbudget, den wir für Sozialdepensen ausgehen. In Frankreich sind es 33% vom PIB, in Deutschland 26%, 4-5% mehr sind das wie in Finnland und Schweden. Sicher sind überall Sozialausgaben an der Krise zwischen 2007 und 2012 an die Luft gegangen. Es muss aber nach Frot gehen, auch bei Eis, ob man nicht mehr selektiv muss gehen, aber vor allem verhindern, dass es Generationen von Leuten nicht mehr für den Erbesmarkt, dass die nicht mehr für den Erbesmarkt zur Verfügung stehen, weil sie sich an dem RMG, an dem Mindestabkommen oder an den Arbeitslosenentschädigung ohne Kontrapartie der Aktivität installieren. Was ein Sackgas für die Leute ist. Da muss auch vorsichtig gegen froh, der Gaspillage 40 gehen. Aber wie weit das mit den LASAP-Gauchisten zu machen ist, das muss der Formateur nach herausfinden. Was mir an der ganzen Diskussion persönlich auf die Strömung geht, dass das Geschwätz gegen die edlen Politiker gemacht, gerade lo, wo man die Leute all klar machen, sie müssten mehr lang schaffen, weil sie mehr alt gehen, die Altersgrenze müsste ab 67, wenn nicht ab 70 Jahre abgesagt sind. Gehörte Politiker, die über 50 Jahre aus zu Lützburg schon zu malen reisen. Jean-Claude Juncker ist schon diese Jahre mehr alt wie der geringe Bausch und natürlich viel mehr jung wie den Asselborn-Chang. Dem seine Partei auch nach Gären ein Ministersmandat auf 2 Perioden limitieren will, dann darf hier eigentlich nicht mehr Außenminister gehen. Gucken wir mal, wie all die Personaldecisionen nach diesen Wahlprogrammkriterien da geholt gehen. Der versteht, dass mich diesen Aspekt von der Politik von der Dreierkoalition besonders berührt. Schließlich sind es los seit 1965 Deputierte, national und europäisch. Sie Gott sei Dank nicht Minister gehen, sonst wäre ich vielleicht schon 20 Jahre pensioniert. Und ich muss aber auch nach Richter stellen, dass ich nie eine Partei verlassen habe. Für einen anderen zu gehen, was man immer ja, auch auf Facebook am Blog 4 geworfen hat. 1971 hat die LASAP mich mit 5 anderen Deputierten ausgeschlossen.
Wir waren hinten nicht links genug. Und wir wollten von allem keine Koalitionen an den Gemengen mit den stalinistischen Kommunisten, besonders nur Budapest und Prag. Die ausgeschlossenen Deputierten, wir haben die Sozialdemokratische Partei gegründet, das war erst gut recht. Die Sozialdemokratische Partei, SDP, hat 1974 bei den Wahlen nicht mehr 5 Sitze. Das ging aber nur für eine Fraktion. Und ich war der erste weibliche Fraktionspräsident zu Lützeburg von 1974 bis 1979. Bei den Wahlen 1979 haben wir 3 von unseren 5 Sitze verloren. Nur die Gemengewahlen von 1981 aus der SDP 1982 abgelöst gehen. Da war ich allein Unterhalter an der Chambre bis 1984, wo dann den Herr Werner mir vorgeschlagen wurde, an CSV zu kommen, weil er nicht gerade so in der Politik bleiben. Mit der hier soziale Wirtschaftspolitik hat an Hunisch auch kein Problem. Am Süd hat kein Problem damit, dass ich nicht als Sondersand Maske bin. Bon, so war es das gegangen. Am Januar 2014 werde ich 30 Jahre an der CSV sein. Aber bei allen Wahlen, wo sie mich abgesagt haben, europäisch, national und kommunal, habe ich gut gewählt. Wie mein Alter steht, der soll sich am Europaparlament mal informieren, wo ich als Kästler die Hexposition von den 6 Lützebäuer habe. Mein Ersatz ist besonders an der Wirtschafts- und Währungskommission und an der Agrarkommission bekannt und sogar appreciiert von den Kollegen, gerade am Europäischen Parlament, als Erfahrung an ein Memoir wichtig. Ich habe gesagt, dass ein geistig und physisch fitter, älterer Mensch bei Teileisen gehalten wird. Ein guter Mix von Kompetenz und Erfahrung als auch an der Politik nötig. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt. Mehr Informationen über meine Arbeit fand ihr an meinem neuen Buch, das heißt meine Arbeit am Europaparlament, das ich ihr schicke, wenn ihr es wollt. Ihr könnt es bei mir bestellen, es kostet nichts, damit informiert euch, was ich zu Brüssel und zu Straßburg schaffen und erreichen. Merci nach einem Kehr für das Nachlauschen und bis geschwind.